Also wir haben mittlerweile 24 Lipizzaner bei uns im Haus und 6 Ponys. Also für unsere kleinen Gäste ist natürlich auch was dabei. Und der Lipizzaner ist 1983 eigentlich wirklich bei uns angekommen, mit der Versteigerung von Pluto Verona in Wien. Eine sehr seltene Nutztierrasse. Es gibt mittlerweile noch wirklich reinrassige Lipizzaner, gibt es vielleicht 3000. Und wir arbeiten sehr stark mit dem Bundesgestüt Piber zusammen, die staatlich die Lipizzaner züchten. Natürlich bin ich dann auch mit den Lipizzanern aufgewachsen, weil die Pferde werden bei uns geboren, die werden ausgebildet, gehen dann im Reitunterricht. Und somit hat man eine wahnsinnige enge Verbindung zu allen Tieren. Der Lipizzaner ist ja ein sehr graziöses Pferd, ein sehr intelligentes Pferd, sehr rittig. Mir ganz speziell am Herzen liegt es, dass die Gäste kommen und einen tollen Unterricht bekommen und sagen, wow, da habe ich was gelernt. Als der Lipizzaner kam, wo der Vater gesagt hat, ich etwas Edles, Weißes, das passt sehr gut zu uns. Wir sind auch ein sehr altes Haus, also wir haben eine jahrelange Tradition und der Lipizzaner, das vereint sich einfach. Was bei uns auch noch was Besonderes ist, man muss nicht mal reiten, sondern man kann sie einfach bewundern. Man geht in die Hotelbar, man trinkt einen schönen Kaffee, ein schönes Glas Sekt und bewundert auch einfach die Pferde.